Bezogen auf das Thema gute Lehre würde ich gerne auf unser Leitbild verweisen und hier zitieren, was gute Lehre für uns bedeutet. Gute Lehre berücksichtigt die unterschiedlichen Voraussetzungen der Studierenden. Und was für uns wesentlich ist, dass wir auf der einen Seite aktuelle fachliche Inhalte vermitteln, dass wir letztendlich Inhalte vermitteln, die letztendlich das Verantwortungsbewusstsein der Studierenden fördern. Wir wollen mit unserer Lehre darauf hinwirken, dass wir auch Angebote im Bereich der Schlüsselkompetenzen anbieten. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass wir auch bei unseren Studierenden das Thema unternehmerisches Denken fördern und sie dafür auch sensibilisieren. Der ganze Campus an sich ist, finde ich, wichtig. Ich finde, die Kommunikation und die Interaktion auf dem Campus macht viel aus. Und die Sachen, die neben dem Studium laufen, sind sehr entscheidend. Sei es Sachen wie Bibliotheken, Mensa, Aufenthaltsräume, die, finde ich, konstruieren sozusagen das ganze Studium. Es sollte eine gelungene Mischung sein aus fachlicher Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch ganz viel Spaß. Spaß mit am Fach, Spaß mit Freunden, Spaß am Studentenleben. Wirklich Zeitmanagement und das sagen Professoren zwar oft genug, aber wirklich Studium ist einfach ein Hauptberuf. Macht aus, dass ich die Studierenden erwische, dass ich irgendwie es schaffe, sie für mein Fach, was ich gerade da versuche zu erklären, zu begeistern. Gute Lehre macht für mich aus vernünftige Vorbereitung auf die Vorlesungen. Ja, ist aber noch viel wichtiger, finde ich, dass man irgendwie motiviert und engagiert ist, irgendwie rüberbringen kann, dass man am Lernerfolg der Studierenden interessiert ist. Am besten noch gut gelaunt und motiviert, dann entsteht ein gutes Lernklima und das ist wichtig. Da ist es mir wichtig, dass sie organisiert und strukturiert sind. So ein Wirrwarr, ein Wirrmarsch, dass du einfach nicht weißt, wo vorne und hinten ist und er irgendwo mittendrin anfängt und du die Hälfte nicht mehr verstehst. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube schon, dass man dann halt qualifiziert sein sollte und auch ein bisschen Humor reintun sollte, auf jeden Fall. Ein gutes Studium zeichnet aus, dass sie als Studierende sich mit der Welt befassen, versuchen, den gelernten Stoff in der realen Welt wiederzufinden und vielleicht anzuwenden. Ein gutes Studium ist für mich die perfekte Balance zwischen Theorie und Praxis. Ja, in einem guten Studium sollte man sowohl die Phasen kennenlernen, in denen man 15 Stunden am Tag lernt, als auch die Phasen, in denen man erst um 3 Uhr nachts aus dem Bermuda-Dreieck nach Hause oder woanders hingeht. Ja, gute Lehre bedeutet für mich eigentlich, dass der Professor die Lehrveranstaltung so interessant gestaltet, dass das Interesse von den Studenten geweckt ist. Gutes Studium, das macht für mich aus gute Vorbereitung, Interesse, Hinterfragen tatsächlich und vor allen Dingen auch Nachbereiten. Ja, mit zuverlässigen und vernünftigen Leuten zusammenarbeiten zu können und denen auch blind vertrauen zu können, weil man sonst halt im Studium nicht weiterkommt. Also wir verlagern eigentlich die klassische Vorlesung, die klassischen Lerninhalte nach Hause zum Studierenden. Der kann sich individuell die Zeit einteilen und dann in der ursprünglichen, also klassischen Vorlesung wird nicht mehr das Skript runtergelesen vom Dozenten, sondern hier wird dann wirklich mehr geübt und die Praxisfälle werden durchgearbeitet. Dass ein Dozent in gewisser Weise für die Spezialitäten seines Faches glühen muss und dieses Glühen für dieses Fach auch auf seine Zuhörer, sprich die Studierenden, herüberbringen muss. Dass man wirklich was lernt, was man später braucht. Also keine unnützes Theorie, was man später im Berufsleben gar nicht braucht. Zu einem guten Studium gehört sicherlich als Voraussetzung erstmal, dass das gewählte Studium zu dem Studenten passt und auch die Lernumgebung zum Studenten passt. Es sollte halt Theorie und Praxis in einen vereinen. Ich denke, letztendlich macht es die Beziehung aus, die zustande kommen zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Das Mensa-Essen oder gemütliche Orte, wo man sich mal hinsetzen kann oder auch lernen kann, ja, so dass man halt das Studium gemütlich hinter sich bringen kann. Hohes Engagement des Lehrenden für die Studierenden, das heißt eine enge Zusammenarbeit und deren Einsatzbereitschaft aufgreifen. Freundliche, freundschaftliche Dozenten, die einem aber trotzdem noch gute Kritik geben. Lehre kompetent sind, aber auch noch, wenn sie leidenschaftlich sind, wenn sich das übertragen lässt, wird neues Wissen viel leichter aufgenommen.
Ein gutes Studium ist ein Studium, das die Leute fachlich, aber auch persönlich weiterbringt, wo sie dann rausgehen und am Ende sagen, ich habe mich sowohl inhaltlich als auch als Mensch wirklich entwickelt und habe das sehr gern gemacht.